Sind unendliche Mengen nach deren Größen vergleichbar? Um eine Antwort geben zu können, werden wir als nächstes den Satz von Schröder-Bernstein beweisen. Die Menge A heißt höchstens gleichmächtig zu B, wenn es eine injektive Abbildung von A nach B gibt. Man schreibt, A ist höchstens gleichmächtig zu B oder F ist eine injektive Abbildung von A nach B. Anhand dieser Definition werden wir die Existenz bijektiver Abbildungen zwischen unendlichen Mengen präzise untersuchen. Wir fangen mit einem speziellen Fall an. Also betrachten wir zwei Mengen A und B, wobei A höchstens gleichmächtig zu B ist und B eine Teilmenge von A ist. Dann sind die Mengen A und B gleichmächtig. Tatsächlich, sei F eine injektive Abbildung von A nach B. F hoch 0 bezeichnet die Identität, F hoch n das die einfache Zusammensetzung von F mit sich selbst. Dann ist das Bild von A unter F eine Teilmenge von B, das Bild von F von A unter F eine Teilmenge von F von B und im Allgemeinen F hoch n plus 1 von A ist eine Teilmenge von F hoch n von B. Ähnlicherweise kann man zeigen, dass F hoch n von B eine Teilmenge von F hoch n von A ist für jede n, da A B eine Teilmenge von A ist. Dieser Zusammenhang erzeugt eine absteigende Kette von Mengen. C0 bezeichnet A, C1 B, C2 F von A und im Allgemeinen Cn ist das n-te Mitglied dieser Kette. Betrachten wir jetzt den Durchschnitt aller Mitglieder der Kette, die Menge Delta 0. Sei x ein beliebiges Element aus A, das kein Element von Delta 0 ist. Da x kein Element von Delta 0 ist, existiert ein n, sodass x kein Element von Cn ist. Sei jetzt n die kleinste Zahl, sodass x kein Element von Cn ist. Da x C0 gehört, ist n gleich m plus 1, wobei x der Differenz von Cm und Cm plus 1 gehört. Damit erhalten wir, dass die Differenz von A und Delta 0 die Vereinigung aller Differenzen fortlaufenden Mitglieder der Kette ist. Man beachte das Folgende. Wenn n eine ungerade Zahl ist, gleich 2 mal k plus 1, das ist die Differenz von cn und cn plus 1 gleich f hoch k von b minus f hoch k plus 1 von a. Und wir sprechen von einer ungeraden Differenz. Wenn n eine gerade Zahl ist, dann ist diese Differenz, dann ist cn minus cn plus 1 gleich f hoch k von a minus f hoch k von b. Und wir sprechen von einer geraden Differenz. Damit ist a minus Delta 0 die Vereinigung aller ungeraden Differenzen zusammen mit der Vereinigung aller
gerade Differenzen. B-0 ist die Vereinigung aller ungerade Differenzen zusammen mit der Vereinigung aller gerade Differenzen außer A-B. Sei jetzt Delta 1 die Vereinigung aller ungeraden Differenzen. Damit ist A gleich die Vereinigung von Delta 0, Delta 1 und allen geraden Differenzen. B ist gleich die Vereinigung von Delta 0, Delta 1 und allen geraden Differenzen außer A minus B. Für jedes N aus der Menge der natürlichen Zahlen sei Hn die Differenz von f hoch n von a minus f hoch n von b. Wir betrachten die Einschränkung von f auf hn und wir bezeichnen diese Einschränkung mit in. Es ist unschwer zu zeigen, dass in eine birgitive Abbildung von hn auf hn plus 1 ist. Insbesondere ist i0 eine injektive Abbildung von a minus b auf f von a minus f von b. i1 ist eine injektive Abbildung von h1 auf h2 und so weiter. Man beachte, dass Delta 0, Delta 1 und alle Hn disjunkt sind. Damit ist die Abbildung H von A nach B, wobei h von x gleich x ist, falls x ein Element von Delta 0 oder Delta 1 ist und h von x gleich f von x ist, andernfalls, bijektiv und daher sind die Mengen a und b gleichmächtig. Zuletzt beweisen wir den Satz von Schröder-Bernstein. Seien A und B zwei Mengen, dann sind A und B gleichmächtig, genau dann, wenn A höchstens mächtiger gleichmächtig zu B ist und B höchstens gleichmächtig zu A ist. Tatsächlich, sei F eine bijektive Abbildung von A auf B, dann ist F eine injektive Abbildung von A nach B und die Umkehrfunktion von A von F ist eine injektive Abbildung von B nach A. Nehmen wir jetzt an, dass es eine injektive Abbildung F von A nach B gibt und eine injektive Abbildung G von B nach A. Dann ist G eine bijektive Abbildung von B auf das Bild von G, eine Menge, die wir B-Stern bezeichnen. Man beachte, dass B-Stern eine Teilmenge von A ist und die Zusammensetzung von G und F eine injektive Abbildung von A nach B-Stern. Nach dem Lemma, gibt es
eine objektive Abbildung H von A auf B Stern. Und damit ist die Zusammensetzung von der Umkehrfunktion von G und H eine objektive Abbildung von A auf B. Daher sind die Mengen A und B gleichmächtig. Und der Satz von Schröder-Bernstein ist bewiesen.